Sehr gut, komm, vor zurück, go. Bap, bap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Go, 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 go. Links, rechts, links, rechts. Jawohl, konzentrieren bis zum Ende. Jawohl, zeig mir. Lass Schuss, Jimmy. So. Ich bin Cem Akgün, bin 11 Jahre alt und spiele bei Hertha BSC. Ich heiße Ilias, ich bin 9 Jahre alt, spiele bei BFT Dynamo bei der U10. Ich heiße Fadi Didos, ich bin 13 Jahre und spiele bei BHK in der U14. Eddie, ihr trainiert hier U13 Spieler, U12 vom BHK, von Hertha BSC, Tennis Borussia. Worauf kommt es an bei euch? Ja, es kommt drauf an, also die Spieler, die hier bei Tulli trainieren, sind alles, sage ich mal, Ausnahmespieler. Es kommt auf eine gewisse Ehrgeiz oder gewisse Spielintelligenz an, die man schon bei anderen Spielern sieht, wo andere haben, wo andere noch ein bisschen dauert. Und das ist erstmal Voraussetzung, Ehrgeiz, Disziplin und eine gewisse Spielintelligenz, die Spieler schon hier mitbringen. Mein Name ist Leon Valentin Venter, ich bin 13 Jahre alt und spiele beim Berliner Athletic Club. Ich heiße Devran Pullard, ich bin 10 Jahre alt und spiele bei Hertha BSC in der U11. Ich bin Etzel Burkhardt, ich spiele bei Hertha BSC in der U12, ich spiele in der Verbandsliga. Ich heiße Julian Maxim Venter, bin 11 Jahre alt und spiele bei Hertha BSC. Ja, ich habe jetzt erstmal angefangen, ich habe ja selber auch jahrelang Fußball gespielt bei Hertha. Mein Bruder kennt man auch, Aşkan Dijaga, also ich bin Fußball durch und durch, kenne mich in Berlin auch gut aus und ja, jetzt habe ich den Weg eingeschlagen, will Trainer werden und fange hier bei Tulli an und sammle mir ein bisschen Erfahrung, kenne auch schon selber ein bisschen was, aber ja, mein Ziel ist Trainer zu werden in einer guten Mannschaft, sage ich mal. Und ja, ach, go, 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 go. Und komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal und nimm mal schon, baff, 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 baff. Stark, Junge, klasse. Ich trainiere bei Tulli, weil es mich sehr fordert und weil ich vom Training zu Training immer besser werde. Und es macht auch Spaß, weil er ein guter Trainer ist. Tulli ist sehr motivierend, er hilft uns, er macht uns stärker. Ja, deswegen komme ich auch hier. Ich trainiere bei Tulli, weil wenn man hoch spielen will, dann muss man auch einen Trainer haben, der ihn hoch spielen lässt. Und weil es mir sehr viel Spaß macht und auch weil es sehr anstrengend ist. Und raus. Mach, mach. Schnelle Füße, komm. Und sauberen Abschluss. Ja, klasse Schuss, Junge. Sehr gut. Ich trainiere bei Tulli, weil ich mich weiterentwickeln will und sein Training mich sehr fordert. Also es ist sehr hart, aber es macht auch sehr Spaß. Ich trainiere bei Tulli, weil es mich fordert. Es ist ein hartes Training, es verbessert mich und es macht Spaß. Ich komme zu Tulli, weil er einen Spieler sehr fit machen kann. Zwar ist das Training da sehr hart, aber es bringt mich nur weiter. Da machen wir zum Beispiel sowas wie Dribbling, Torschuss und so weiter. Aber Tulli mag Spieler, die sehr diszipliniert sind. Ich trainiere bei Tulli, weil es mir sehr viel Spaß macht und weil ich merke, dass ich mich jedes Training weiterentwickle. Tulli, da gibt es viele Sachen, ehrlich gesagt. Erstmal muss ich sagen, ein positiver Mensch. Ja, ein sehr positiver Mensch. Dann ist er sehr ehrgeizig, ist mit Herz dabei, hat selber auch Fußball gespielt, jahrelang. Hat sich entwickelt, sehr entwickelt, finde ich, und hat eine gewisse Trainingsmethode, die viele Trainer nicht mitbringen, die er mitbringt, und man entwickelt sich enorm, wenn man bei Tulli trainiert, das sieht man einfach, also Hut ab, Respekt, was er bis jetzt alles schon hinbekommen hat. Ich möchte Profi werden, ich möchte in der Champions League spielen, bei Paris Saint-Germain. Ich möchte später mal für die deutsche Nationalmannschaft spielen und für Bayern München. Ich möchte später in der Premier League spielen, weil es sehr Spaß macht, Fußball zu spielen und auch weil es sehr hoch ist. Ich möchte später sehr gerne bei Liverpool spielen. Ich möchte später bei Bayern spielen, weil die ja in der Bundesliga und halt auch in der Champions League spielen. Ich möchte, wenn ich Profi bin, bei Bayern oder Inter oder Liverpool spielen und ich hoffe, ich werde Fußballer. Ich will bei Hertha BSC bei den Profis spielen. Und mein Ziel ist es, irgendwann mal im Olympiastadion aufzutreten. Ich möchte später bei Bayern in der Champions League Profi werden.